Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part Wonder Girl. Ich bin der Löwe und ich habe mich offscreen ein bisschen umgeschaut und ein bisschen ein Geld gefarmt. Und ich habe mich erinnern können, dass da in dem Wüstengebiet, hoppala, diesen einen Raum gegeben hat. Die Schatzkiste haben wir schon aufgemacht. Was ist jetzt los? Boah, ich kann im Sprung, wenn ich hinschlage im Sprung und mich nicht bewege, jetzt nicht mehr. Was? Wieso kann ich meine Form... Was? Gerade habe ich meine Form ändern können. Jetzt geht's nicht mehr. Hä? Also war das ein Bug? Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich habe gedacht, ich kann jetzt meine Form ändern. Kann ich aber nicht. Habe ich irgendeine Rüstung an, die das macht? Lässt dir Herzen zufliegen? Nein, das auch nicht. Das Schwert irgendwas? Von Tiergeistern besessen. Spezial. Vielleicht hat wirklich dieses Schwert irgendeine Magie drauf, dass ich mich verwandeln kann. Aber irgendwas fehlt anscheinend jetzt wieder dazu. Egal. Wird sich noch aufklären oder vielleicht weiß das wer von euch, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall habe ich mich da an den Raum erinnern können und da kann man tatsächlich hinunter und da sind Kisten. Nur das ist auch sehr seltsam. Ich habe da schon die erste Kiste aufgemacht und da war ein bisschen Geld drinnen und man kann sonst keine weitere Kiste aufmachen. Da sind ja urviele Kisten. Man kann dann da wieder rausgehen, kommt eine Tür. Und ich bin dann ein zweites Mal noch reingegangen und habe dann die zweite Kiste noch aufgemacht. Da waren dann Magie-Sachen drinnen. Da sind jetzt auch Magie-Sachen, okay. Dann kann man immer nur eine Kiste aufmachen. Ist das so? Dazu auch gern Infos in die Kommentare, wenn ihr Bescheid wisst, weil ich... durchschau das Ganze dann nicht so wirklich. Ich meine, vielleicht ist das auch schon das ganze Geheimnis, dass man immer nur eine Kiste aufmachen kann. Ah, okay, da war Feuer drinnen. Da waren jetzt lauter Winde drinnen. Feuer, Wind, dann sind da Pfeile vielleicht. Pfeile, Bumerang, Blitz. Ah, das kann auch sein. Das checke ich jetzt gleich einmal. Ja, nein, das wollte ich nicht. Ja, genau. Wenn man unabsichtlich auf eine drauffällt, auf eine Kiste, die schon geöffnet wurde, bekommt man gar nichts. So. Die haben wir. Weiß ich jetzt nicht. Ich mache die auf. Ja. Das ist ja urcool. Da kann ich voll meine Vorräte aufstocken. Der gibt mir auch immer schön Geld. Habe ich schon fast 4000 Money. So, jetzt schaue ich in die letzte Kiste. Das interessiert mich jetzt, was da drinnen ist. Geld? Ja. Yes, yes, yes. Und ein Heiltrank. Wow, voll cool. Die Frage ist halt jetzt, soll ich mal da die Pfeilkiste aufheben? Ach, das wollte ich nicht. Mano. Und egal, wo man in diesem Unterraum nach oben drückt, erscheint dort immer eine Tür und man kann den Raum wieder verlassen. Bin ich auch nur durch Zufall drauf gekommen? So, genau, das sind die Pfeile. Jetzt fehlt nur noch eine Kiste. Wobei, was da drinnen ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich auch Geld. Pfeile, Boomerang und... Ah, Blitze, genau, die haben wir noch nicht. So ist der Löwe. Und so ist diese geheime Schatzkammer.
Ich weiß, ich habe ein paar Gebiete vergessen, euch zu zeigen. Wie sie ausschauen in Retro-Style. Aua. Aber das werden wir heute auch nachholen. Ein bisschen zumindest. Boah. 27 Feuer, 31 Winde. Sehr cool. Wir werden heute ein bisschen Sidequesten und dann kann ich euch das ein oder andere Gebiet zeigen, das ich euch vielleicht noch nicht in Retro-Style gezeigt habe. Mal schauen. Ich hoffe, ich denke dran. Und ja. Da fällt mir jetzt gleich noch was ein, was ich machen könnte. Ich kann mich ja jetzt nicht in die Maus verwandeln, oder? Nein. Schade. Und dann muss ich da mit der Maus nochmal hergehen. Weil... Ah nein, das ist da gar nicht. Das ist im Waldgebiet. Und da waren wir ja in dem Turm drinnen. Und ich habe einen meiner vorherigen Parts zufällig gesehen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich da im Turm nicht nach unten gegangen bin. Das möchte ich natürlich auch nachholen. So, die Shops können wir dann auch alle abchecken. Da fehlt ja auch das ein oder andere Ausrüstungsteil noch. Hops. Autschi. Vielleicht finden wir auch noch das ein oder andere Herzteil. Das wäre auch cool. Ob es nur eine Herzreihe gibt oder zwei, das ist auch noch eine Frage, die offen ist. Das wird man dann auch sehen. Wie viele Herzen habe ich? 2, 4, 6, 7. So, wie ist denn das geschwind gegangen? Da muss ich rein, oder? Ja, genau. Ich verwandle mich in die Maus. Ah ja, der Vogel können wir ja auch sein, genau. Hoppala, 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 alles falsch. So, ah nein, da können wir uns jetzt alle Figuren anschauen. Die Maus mit ihren schwarzen Ohren. Der Piranha-Ling. Ups. Den Löwen. Den kennen wir auch schon. Und den Vogel. Genau, den haben wir ja im letzten oder im vorletzten Part bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich habe eine neue Aufnahmesession. Wie er süß hüpft. So, aber ich brauche die Maus. Genau. Die Speedy-Maus, die rennt so schnell. So, aber wir wechseln wieder zurück. So. Auf geht's Richtung Wald. Oder Friedhof. Da gibt's immer noch keine Tür. Dem Shop haben wir schon alles. Ja, genau. Hoppla, falsche Taste. Nein! Ich verschieße meine Pfeile. Yes! Das geht doch nicht. Ich brauch die Pfeile, denn sie sind so cool. Danke. Da geht's wirklich nirgends lang.
Ah, da oben vielleicht. Moment. Halt die oben an, ja. Nein, 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 nein. Was? Da geht's nicht lang? Das wäre das ultimative Geheimnis gewesen da. Schade. Da haben wir alles, okay. Tot. Tot. Aber ich glaube, die Blitze verschieße ich nicht so viel. Weil da habe ich nur so wenige. Auf der anderen Seite die Blitze. So wirklich effektiv waren die bis jetzt nicht. Aua. Komm schon, Speedy. Scha, 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 schi, scha, scha. Ich gehe auf den Boomerang, das ist viel besser. Hops. Hops. Der Boomerang ist so ein bisschen die overpowerte Waffe da in dem Game. Da, da, di, da. Aber macht nichts. Ich find's cool und setz ihn auch ein. So. Das Spiel ist schwer genug, also darf ich auch meine Magie verwenden. Herzl her. Da, 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 da. Bisschen abkürzen. Dauert der Weg sonst zu lange? Hops. Dankeschön. Hops. Aua. Dann kann ich gleich in die Windmühle oben reingehen. Weil da war ja dieser, nein, ein Boomerang. Da war ja dieser Exklusivshop mit den urteuren Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Vielleicht kann ich mir da schon eines leisten. Autschi, autschi, autschi. Jetzt nicht übermütig werden, komm. Ja, einen verschossen, ganz toll. Macht nichts. So. Yeah. Gut gemacht, Fischi. Du kommst, aua. Du kommst auch noch, aua. Dieser Fisch, er tötet mich. So, rauf zum Turm. Hops. Und rein. Und da unten war ich nicht, oder? Oder ist das da ein Labyrinth? Kann auch sein, aber wäre komisch. Aber ich denke, da ist einfach nur ein Secret hinten in der Tür. Herzcontainer? Nö. Aber ein Heilsaft ist auch cool. Aber jetzt gibt es wieder keinen Weg zurück. So. Dieser Bereich schaut so aus. Aua. Die Mäuseline. Speedy. Ist das Schild rauf und runter. Du, 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 du. Süß. So, hops. Reicht. Lalalala. Was? Und jetzt kann ich da nicht raus? No, jetzt muss ich alles spielen. Okay. Ich schneide euch wieder zurück ins Dorf. Oder? Moment. Ich werde das anders machen. Zurück zum Titel. Ich habe 4600 Geld und 3 Tränke. Funktioniert das? Oder ist alles weg? Oh Gott. Nein, es ist gespeichert. Ja. Voll das Spiel ausgetrickst. So, dann schauen wir gleich in den Shop rauf. Hops. Da
Da geht ja vielleicht schon was. Na, komm. Und rein. Kristallschwert, Kristallschild und Kristallrüstung. Aus modischem roten Turmalin. Was das bringt, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall viel Angriff. Ich kaufe mir mal nur das Schwert. Kristallschwert, da fehlen noch zwei Schwerter da oben. Na gut. Ist okay. Und? Dann bleiben wir gleich da. Weil als nächstes gehe ich zu dieser Mausquest, wo ich irrtümlich mal hinkommen bin. Dieser Geheimweg, wie wir auf dem Weg waren zu diesen asiatischen Gebäuden, zu diesem asiatischen Tempel. Da bin ich ja durch so eine Höhle gegangen und mit der Maus bin ich irgendwo durchgeflutscht. Weil eigentlich hätte man da gar nicht mit der Maus sein sollen. Und dort schaue ich jetzt noch einmal hin. Erwischt. Ich hoffe, ich finde den Weg jetzt noch. Weil ich nicht mehr ganz genau weiß, wo das war. Aua. Oh nein! Ein Boomerang! Das Gebiet haben wir ja schon gesehen. In Retro. So. Ups. Ich muss da jetzt nur in die richtige Höhle runter, glaube ich. Was war das mit diesem Brunnen? Ja, aber es läuft. Ich fühle mich heute irgendwie so, als könnte mich niemand aufhalten. Aua. Trotzdem. So, da laufen wir jetzt schnell. So. Da bin ich aber falsch. Ich bin gar nicht richtig. Ich bin gar nicht richtig. Wo war denn das? Wo war denn das dann? Moment, ich gehe wieder zurück in die Stadt. War das da? Nein, da geht's zum Strand. Ah, das war da. Genau. Upsi, sorry. Ich habe mich nicht mehr richtig erinnern können. So, und ich muss da rein. Genau. Genau, da war das. So, der Untergrund. Aua. So schaut der Untergrund aus. Mit gefährlichen Fledermäusen. Aber ich kann sie schon mit einem Hit töten. Vielleicht sieht man den Geheimweg in der Retro-Grafik viel besser. Autsch. Wow, aber sie stirbt fast. Warum sind die Gegner da so stark? Hadesrüstung. Setze ich die mal ein? Dann habe ich ein bisschen mehr Verteidigung vielleicht. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Wow, da sieht man es überhaupt nicht. Da ist der geheime Weg. Da sieht man ja unten zumindest ein bisschen noch so einen Bereich. Alter, voll gemein. Und ich habe nur so wenig Leben. Was ich mich erinnern kann, war das da voll schwer.
So, wo ist mein Pfeil? Ich muss den unbedingt töten. So. Konzentration. Okay, dann mache ich den einmal mit Feuer. Den einmal mit Feuer. Und den auch. Und den auch vielleicht noch. So, sehr gut. Okay. War ja gar nicht so schlecht. Okay. Oh Gott. Ach, das ist zu kurz. Blitz. Noch ein Blitz. Okay, er ist weg. Reicht ein Blitz, oder? Ja. Da, 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 di, da, konzentrier dich jetzt. Oh Mann. Nein, nein. Oh nein, und ich bin da unten und alle Gegner sind da. Wie fies. Aua. Renn. Da, 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 da. So ist denn das jetzt nicht gegangen da drüben. Den muss ich aber besiegen. Na. Renn. Okay. Den könnte ich theoretisch auch mit den Winden machen. Dann müsste ich das nicht alles verbrauchen. Okay. Hops. 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 Naja, das war klar, dass mich der runterstoßt. Und rüber. Okay, da bin ich bis jetzt gut entkommen. Kein Wind reicht. Ah, das ist schlecht, 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 schlecht. So. Wie mache ich das da mit den Fledermäusen? Na. Das ist ganz schön tricky. Ba-na-na-na-na. Na komm her, du Fischi. Ich könnte es ja mit den Blitzen machen, aber... Na, die ist so rutschig, die Maus. Deswegen nennen wir sie Speedy. Ich sterbe. Ich würde gerne mit dem Vogel da drüber fliegen, aber... Ja. Ah, ich kann mich da... Genau, ich werde ihn so besiegen. Moment. Komm nur her. Nein! Warum? Okay, das könnte noch ein bisschen länger dauern. Ich werde euch das im Schnelldurchlauf einspielen und dann geht's beim letzten Versuch weiter. Thank you.
So, da ist wichtig, dass man ruhig und genau springt und auf jedem Block stehen bleibt und diese Fledermäuse killt. Weil die schmeißen einen sonst runter. Ach so, okay. Ich habe die eh braucht. Alles klar, so. Jetzt konzentriere dich. Und los. Ja. Hops. Komm. Nein. Du schaffst es. So, ich stehe auf dem dritten. Nein, das geht nicht. Okay, ich muss höher stehen. Warum? Halt dich doch an. Wieso haltest du dich nicht an? Das ist voll gemein, du Teil. So. Oh Gott, geschafft. Ich glaube, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde lang probiert, dass ich diese schwierige Herausforderung da schaff. Aber jetzt ist es ja getan. So, ich hoffe, es geht nicht noch weiter. Nein. Was gibt's da jetzt? Was ist das? Was war das? Ein Stein, ein roter. Okay. Keine Ahnung, für was der gut ist. Die sind wieder alle da, danke. Ich hoffe, ich muss dann nie wieder her. Weg mit dir. So, raus da. Okay. Haben wir das auch geschafft? Ich weiß noch nicht genau, wie viel ich euch im Endeffekt drinnen lasse im Part. Ist vielleicht auch interessant zu sehen, wie schwer ich mal getan habe, weil es wirklich nicht einfach war. So, ich gehe wieder in die Stadt zurück. Moment. ja, richtig schwere Jump-and-Run-Passage. Und es war eigentlich nur ein Stein, und zwar der nach den Fledermäusen, der mich so richtig lang aufgehalten hat. Ich habe dort einfach nicht landen können auf diesem Stein. Da ist man verkehrt an der Decke gehängt und hat dann runterhüpfen müssen. Und das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. So. Jetzt möchte ich noch gern, wenn sich das noch ausgeht in dem Part. Mit dem Vogel, genau. Birdo. Nein. Ich möchte darauf fliegen, genau. Da war ja auch noch ein Shop. Was kostet denn das alles da? Himmlischer Schild. Kostet 3980. Okay. Hoppala. Kann ich mir noch nicht leisten. Ist gut. So, was war da? Das ist ja auch nochmal ein Schwert- und Rüstungsladen. Aber das habe ich alles, okay.
Das da unten habe ich auch. Was ist das für ein Häuschen? Oh, war ich da noch gar nicht? Cool. Beklage ich mich nicht. Oh, wo geht's denn da hin? Da unten ist man wahrscheinlich tot. Ah. Da bin ich am Anfang, okay. I see. War irgendwo eine Schlüsseltür, genau. Da ist die Schlüsseltür. Der Vogel schaut so aus, den haben wir eh schon gesehen. Das Schloss haben wir auch schon gesehen eigentlich. So. Und mit dem Vogel geht es dann, denke ich, auch weiter im nächsten Part. Ups. Darunter muss ich jetzt nicht, nein. Genau. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Ich würde mich freuen. Tschüss euch!